ist ja nun fraglos begrenzt, für jeden Einzelnen von uns auf je eigene Weise begrenzt, dummerweise aber auf je unbekannte Weise. Oder auch zum Glück auf je unbekannte Weise, denn es wäre außerordentlich demotivierend, wüssten wir das Datum. Diese beunruhigende Mischung aus Gewissheit des Todes und Ungewissheit seines Zeitpunkts, das ist unser Horizont, also der Horizont unserer menschlichen Existenz. Das haben die Philosophen ja schon öfters formuliert. Heidegger nennt das zum Beispiel das Sein zum Tode. Wobei der Tod nicht einfach ein letztes, finales Ereignis ist, sondern das Leben strukturiert sich auf ihn hin, weil wir eben im Gegensatz zu allen anderen Tieren darum wissen. Und diese Grundstruktur zum Tode hin, das heißt bei Heidegger die Sorge. Das ist jetzt nicht einfach nur so, ach, ich mache mir Sorgen, ob es heute regnet oder nicht, sondern das ist wirklich die Struktur der Sorge, die uns als Lebewesen prägt. Der Heros kennt diese Sorge aber gar nicht. Dem braucht den Tod ja gerade als großes Scheitern, um ihn auch ordentlich missachten zu können. Ein Heros, der nicht sterblich ist, ist gar nicht denkbar. Weil, was hat er davon? Ja, wenn er unsterblich ist, dann ist es ja keine Herausforderung. Wo bleibt die Challenge, würde man auf Neudeutsch sagen. Das große Scheitern ist also der Tod und das kleine Scheitern seine Präfiguration. So, und es mit dem Propheten Hosea zu sagen, wenn man nun so herangeht an die Sachen, stellt sich doch tatsächlich die Frage, wo sind Tod deine Dornen und wo ist Sheol dein Stachel? So heißt es beim Propheten Hosea, wenn der einmal überwunden wurde, ja, wenn mehrere Heroen der Unterwelt, also Sheol, das ist hebräisch für Hades, wenn mehrere Heroen ihm entkommen sind, wenn ihr dadurch erworbener Ruhm den eigenen Tod des Heroen weit überdauert, wenn also der Ruhm durch die Tat das eigene Leben überdauert, dann ist die eigene Sterblichkeit zwar nicht vermeidlich, aber auch nicht weiter wichtig, ja, damit auch kein Scheitern mehr. Und Sie wissen vielleicht, wenn Ihnen das bekannt vorkommt, der Apostel Paulus hat das im Korintherbrief auch nochmal aufgegriffen. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Fragt er dann da deutlich weniger kraftvoll als der Prophet Hosea. Es gibt dann noch einen Heroen, der viel älter, aber auch vielschichtiger ist als diese Beispiele aus der griechischen Mythologie. Aber ich glaube, bevor wir zu dem kommen, nämlich zu Gilgamesch, machen wir ein kurzes Päuschen. Ja, dann kommen wir zum Thema Scheitern und Reife und dort auf einen außerordentlich vielschichtigen, komplexen Heros, nämlich Gilgamesch, ein mesopotamischer Held. Ist Ihnen der geläufig? Doch, ja, gut. Hier sehen Sie einen Rollzylinder, einen Siebenzylinder aus dem 17. Jahrhundert vor Christus aus Syrien. Gilgamesch wird schon im 26. Jahrhundert, verdammt lang her, das sind fast 5000 Jahre, da wird er schon in Götterlisten als ein Gott der Unterwelt aufgeführt, taucht allerdings auch in sumerischen Königslisten auf, als der fünfte König der Stadt Uruk und vor allen Dingen als der Erbauer ihrer Stadtmauer, die man auch heute noch bewundern kann. Wenn er tatsächlich realer Herrscher gewesen sein sollte, dann wäre er um etwa 3000 vor Christus dort Herrscher gewesen. Das ist also Gilgamesch. Er ist vor allen Dingen als literarische Figur, als epischer Heros bekannt. Einige ältere sumerische Texte, so vom Anfang des 3. Jahrtausends, berichten von verschiedenen Episoden aus seinem Leben. Und in unserem Zusammenhang ist vor allen Dingen eine Passage interessant, die Geschichte von Gilgamesch, Enkidu und der Unterwelt. Sein toter Freund Enkidu berichtet Gilgamesch dort, das ist also nicht in einen größeren Zusammenhang eingebettet, berichtet Gilgamesch von den Zuständen in der Unterwelt. Da werden eben sehr starke Parallelen zu Odyssee 11, also die Hadesfahrt des Odysseus und auch zu Achills Traum von Patroklos aus dem 23. Gesang der Ilias deutlich, und zwar so stark, dass die Altphilologen dort unmittelbare Zusammenhänge sehen.
Entscheidend für uns ist aber das Gilgamesch-Epos. Das ist im Alten Orient weit verbreitet in einer 11-Tafel-Version, in verschiedenen Sprachen übersetzt, noch nicht ganz vollständig, aber immerhin zwei Drittel liegen vor und immer mehr taucht auf. Gilgamesch ist also König von Uruk und Gott der Unterwelt und ein epischer Heros. Und ich fasse mal die Handlung ganz kurz und knapp zusammen. Ich habe das in drei Teile eingeteilt. Es ist keine klassische Einteilung. Ich habe versucht, das ein wenig auf unser Thema hinzuzuspitzen. Teil 1 sind die Tafeln 1 bis 6. Er ist eben ein junger König von Uruk, zu zwei Dritteln Gott, zu einem Drittel Mensch. Wie das frei nach Mendel funktionieren soll, weiß ich nicht. Er ist übermütig, er ist zu stark und er überfordert seine Mitmenschen. Er ringt alle jungen Menschen nieder, er schöpft exzessiv sein Jus Prime Noctis aus. Und zwar so sehr, dass die Götter beschließen, der braucht einen Spielkameraden und schaffen ihm deshalb einen Gefährten in der Steppe Enkidu, dem sie ihn zur Seite stellen. Und dann gibt es eine wirklich faszinierende Anthropogenese, eine Menschwerdung von diesem Enkidu. Das ist eine der seltsamsten und auch pointiertesten Erzählungen der Literaturgeschichte. Enkidu lebt also in der Steppe und paart sich zunächst mit den Tieren. Um ihn dann in die menschliche Kultur zu überführen, muss er als erstes einmal die erotischen Freuden durch die Tempel, deren Schamhat, erlernen. Das ist so der erste Schritt zur Zivilisation. Der zweite Schritt ist Bier trinken lernen. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich über eine Zwischenstation bei Hirten die menschliche Bekanntschaft in der Großstadt Uruk zu machen, wo er auf Gilgamesch stößt. Die beiden sind also sehr stark, ringen miteinander, können sich gegenseitig nicht besiegen, ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass sie Freunde werden. Übrigens genau die gleiche Geschichte, wie wir sie auch für Theseus und Peritos überliefert haben. Auch da scheint es ein paar unterirdische Verbindungen zu geben. Sie bestehen eine Reihe von gemeinsamen Abenteuern. Sie ziehen in die Zedernwälder und besiegen den Beschützer der Zedernwälder. Das ist der sagenumwobene Humbaba. Dem schneiden sie den Kopf ab und fällen dann ein paar Zedern für den Tempelbau in Uruk selbst. Beeindruckt von dieser großen Heldentat will die Liebesgöttin Ishtar, Sie kennen sie aus dem Alten Testament als Astarte, die denkt sich, ach, das wäre doch ganz reizend, diesen starken Mann zu heiraten. Der weist sie allerdings zurück und zählt ihr auf eine lange Liste von Ehegatten, die sie auf dem Kerbholz hatte und die sie nicht besonders gut behandelt hat. Er reibt ihr das recht undiplomatisch unter die Nase, sodass sie beleidigt abzieht, den Himmelsstier entfesselt und den auf Gilgamesch und Enkidu loslässt. Die allerdings besiegen und schlachten den Himmelsstier. Und Enkidu wirft ihr dann noch, der Göttin, noch eine Hinterkeule nach und sagt, dass er es mit ihr auch so machen wird, wenn sie seinen Gilgamesch nicht in Ruhe lässt. Da war wohl auch ein wenig Eifersucht mit im Spiel. Bemerkenswert an der Dramaturgie ist allerdings bei diesen ganzen heldenhaften Abenteuern, dass jede gelungene Heldentat gleichzeitig die Ursache eines viel größeren Problems wird. Das heißt, jedes Gelingen trägt den Keim eines größeren Scheiterns in sich. Überall da, wo man das Scheitern mit großem Abenteuer überwunden hat, ergibt sich daraus ein noch viel größeres Scheitern als Potenzial. Das größte Scheitern ist natürlich der Tod und deshalb kommen wir auch zu Teil 2, zu den Tafeln 7 und 8. Aufgrund der Beleidigung der Göttin beschließt der Götterrat, dass wenigstens einer der beiden sterben muss. Ist ja klar, wer? Das ist Enkidu. Nach einigen Visionen von seinem Tod stirbt Enkidu dann tatsächlich und obwohl Gilgamesch nichts unversucht lässt, den Tod abzuwenden mit Beschwörungen und allen möglichen Tricks, stirbt er, das Heroenteam ist gescheitert und Gilgamesch stürzt sich in eine grenzenlose, uferlose Trauer. Und allmählich wandelt sich diese Trauer in die Furcht vor dem eigenen Tod. Also er will Enkidu so lange nicht bestatten, bis dem Zitat die Maden aus der Nase kriechen und dann erst lässt er sich dazu überreden, wirklich zu bestatten. Und diese Furcht treibt Gilgamesch dann in den dritten Teil des Epos.
Ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, Gilgamesch Trauer wandelt sich in Todesfurcht und wir kommen in den dritten Teil des Epos. Gilgamesch beschließt also, sich auf die Suche nach der Unsterblichkeit zu machen, um diese Angst vor dem eigenen Tod zu überwinden. Er bewegt sich an den Rand der Welt, also wirklich weit weg, hinter die Steppe und gelangt dort an Zwillingsberge, auf Englisch übrigens Twin Peaks, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Dort gibt es einen geheimen Durchgang, der von Skorpionmenschen bewacht wird und er darf dann allerdings einen Tunnel durchqueren, in dem üblicherweise, ganz interessant, kosmologisch gedacht, in dem nachts die Sonne im Westen versinkt und durch das Gebirge, durch den Tunnel nach Osten geht, um dort wieder aufzugehen. Und so ähnlich wie Indiana Jones vor der Kugel läuft also Gilgamesch durch diesen Tunnel vor der Sonne her und ja, muss ich beeilen. Er kommt auf der anderen Seite wieder raus, in den Edelsteingarten der Götter. Und dort trifft er dann, Sie kennen das aus allen Abenteuerfilmen, was macht man, wenn man so ein Abenteuer hinter sich hat? Man geht erstmal in die Kneipe. Und dort trifft er dann in einer Schenke die Wirtin Siduri, die meines Erachtens identisch ist mit Ishtar. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Er lernt einen Fährmann kennen, der ihn über die Wasser des Todes zum sagenumwobenen Utnapishtim bringt. Das ist so eine babylonische Urversion von Noah, dem mit der Sintflut. So, er gelangt dort tatsächlich hin und der mahnt ihn, ein fürsorglicher König zu werden und den Götterkult nach der Sintflut neu zu begründen. Offensichtlich ist also nach der Sintflut der Götterkult auch ins Erliegen gekommen. So, und er gibt ihm auch noch mit auf den Weg, dass der Tod für den Menschen unausweichlich sei. Aber damit gibt Gilgamesch sich natürlich nicht zufrieden. Er fragt nach Utnapishtims Unsterblichkeit. Wie hast du das denn gemacht? Und der erzählt ihm dann von der Sintflut. Und diese Sintflut-Erzählung ist die offenkundige Vorlage für die alttestamentliche Sintflut-Geschichte bis in viele einzelne Motive. Er muss dann eine Prüfung bestehen, nämlich 7 Tage und 7 Nächte wach bleiben. Also der Schlaf als kleiner Tod wird gewissermaßen ausgeklammert, er soll 7 Tage, 7 Nächte schlafen. Natürlich pennt er schon nach wenigen Minuten weg und ist daran schon gescheitert an der Unsterblichkeit. Aber Frau Utnapishtim, ich weiß nicht, wie sie namentlich heißt, hat Mitleid mit ihm. Und so erfährt Gilgamesch von einem Kraut der Verjüngung, das auf dem Boden des Meeres wächst. Und mit einem Trick, er bildet sich einen Riesenstein um Fuß und schmeißt sich damit ins Meer. Mit einem Trick gelangt er also auf den Ozeanboden, pflückt dort die Pflanze, löst sich von dem Stein, steigt wieder hoch und tut das, was ein Unsterblicher nicht tun sollte, er schläft schon wieder ein. Und während er schläft, frisst eine Schlange ihn die Pflanze weg und Gilgamesch kommt unverrichteter Dinge, aber gereift und weise nach Uruk zurück. Ja, er ist gescheitert, aber gleichzeitig gereift und das Epos schließt am gleichen Ort mit den gleichen Worten, wie es auch begann. Also schon zu dieser frühen Zeit eine so tolle Konstruktion, literarische Konstruktion. Dort heißt es, auf, steig auf die Mauer von Uruk, ergeh dich dort, das Fundament prüfe, inspiziere das Ziegelwerk, ob ihr Ziegelwerk nicht aus gebrannten Ziegeln ist und ihre Grundmauer nicht die 7 Weisen legten. Ein Schar ist Stadt, Schar ist eine Fläche von ca. 1,5 Quadratmeilen. Ein Schar ist Stadt, ein Schar sind Baumgärten, ein Schar sind Tongruben, ein halbes Schar ist der Tempel der Ishtar, 3 Schar und ein halbes, das ist Uruk, das sind die Maße. Gilgamesch wird also zurückverwiesen in seinen Bereich und das ist eben seine Stadt. Er kehrt als gereifter, als weiser König zurück und er fügt sich in dieses Maß, er hält das Maß und seine Hybris, seine heldische Hybris ist überwunden. Ja, in allen 3 Teilen, so wie ich es hier nun eingeteilt habe, ist Gilgamesch gescheitert. Als in seinen Heldentaten, die ja ganz schlecht ausgingen, durch Enkidus Tod, wo er alles getan hat, um ihn zu verhindern, und auch die Unsterblichkeit selbst hat er nicht erlangt.
Ja, also jede Heldentat verursacht größere Gefahren des Scheiterns, zuletzt eben das größte Scheitern, Nummer 2, nämlich Enkidus Tod. Und trotz seiner wesenhaft göttlichen, ja, eigentlich hat er eine Zweidrittelmehrheit, nicht? Also zwei Drittel Gott, ein Drittel Mensch, kann er Enkidus Tod nicht verhindern. Und dennoch zum Schluss ist er gereift. Und das erfahren wir allerdings als Leser schon im Proömion, im Vorwort. Dort heißt es nämlich, der, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der das Verborgene kannte, der, dem alles bewusst, Gilgamesch, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der das Verborgene kannte, der dem alles bewusst, vertraut sind ihm die Göttersitze allesamt. Allumfassende Weisheit erwarb er in jeglichen Dingen. Er sah das Geheime und deckte auf das Verhüllte. Er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut. Und wenn wir an Sisyphos zurückdenken, der auch viel Verborgenes kannte, Sie wissen ja, sehr indiskret, und wenn wir auf die Sisyphus-Deutung von Albert Camus denken, dürfen wir den sterblichen Gilgamesch vielleicht als einen glücklichen König denken. Sie kennen ja alle den Satz von Camus aus dem Mythos von Sisyphos, darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos, sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache, für Gilgamesch könnte man sagen, seine Stadt ist seine Sache. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja, das ist übrigens die Tafel 11 mit der Sintflut-Erzählung. Das Faszinosum an Gilgamesch, was mich wirklich fesselt an ihm, der Begriff von Literaturgeschichte im Sinne einer Weiter- und Höherentwicklung wird, wenn man Gilgamesch gelesen hat, verdächtig. Hier steckt an Komplexität, an Komposition, an existenzieller Sättigung alles schon drin, was man sich überhaupt nur von komplexer Literatur wünschen kann. Und Literaturgeschichte zeigt sich von hier aus betrachtet eher wie so ein horizontweites Flachland mit einzelnen Findlingen da drin. Verstreut, soweit das Auge reicht. Und das hat so eine herausragende Qualität, dass man von Geschichte im Sinne einer Entwicklung überhaupt nicht mehr sprechen kann, wenn man den Gilgamesch gelesen hat. Und das ist ein großes Faszinosum. Die Figuren und Motive berühren sich übrigens vielfach mit dem Alten Testament und ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet auch mit der griechischen Mythologie. Und das sind ja unsere beiden wesentlichen kulturellen Quellen, die wir als weit voneinander wegliegend betrachten, die sich allerdings von einer tieferen gemeinsamen Quelle zu speisen scheinen. Nur so als Beispiel die Tafel 11, die Sintflut hier, die Tafel 12, die man hinzugefügt hat, diese Geschichte von Gilgamesch, Enkidu und der Unterwelt, das ist in der Odyssee, in der Ilias, die Motive ganz stark wieder. Gilgamesch Trauer in Tafel 8, das ist eben die Trauer des Achill und Patroklos bis in kleine Details. Auch ganz auffällig in der Tafel, auf der Tafel 6 beschwert sich Ishtar, nach dieser hässlichen Zurückweisung durch Gilgamesch rauscht sie ab zu ihren Eltern und weint sich dort aus über die Demütigung. Und das ist bis in die kleinste Konstruktion hinein deckungsgleich mit der Szene, als Aphrodite in Ilias, dem fünften Gesang, die wird ja an der Hand auf dem Schlachtfeld verwundet, weil sie da kräftig mitmischt und ihr Bruder Ares muss sie dann irgendwie retten. Ja, Diomedes ist der Held, der sie an der Hand verwundet. Und sie saust dann auch hoch auf den Olymp, beschützt von ihrem Bruder Ares, und heult sich dann bei ihren Eltern aus, bei Zeus und Dione. Und das ist die einzige Stelle, wo eine Göttin namens Dione als Mutter von Aphrodite überhaupt auftaucht. Ja, Aphrodite Liebesgöttin, Ishtar Liebesgöttin, also offenkundig haben wir es hier mit unmittelbaren Verbindungen zu tun. Ja, oder Hephaistos, über den können wir auch kurz sprechen. Hier sehen Sie übrigens Hephaistos, wo er der Mutter von Achill, Thetis, der Meergöttin Thetis, eine neue Rüstung übergibt, weil Hektor ihm die alte entwendet hat, dummerweise noch mit Patroklos drin. Auch Achill ist ja so ein ganz bewusster Scheiterer. Er weiß von seiner Mutter, ne, die wir hier rechts im Bild sehen, da weiß er ganz genau, das hat sie ihm gesagt, sogar im Film, wenn Sie diesen grauenhaften Film gesehen haben, also von der Geschichte her unerträglich, von den Bildern her sehr schön. Selbst dort sagt sie ihm das,
wenn du zu Hause bleibst, wirst du alt und glücklich. Wenn du nach Troja gehst, stirbst du jung, aber berühmt. Und was macht er? Er geht nach Troja. So. Wenn wir jetzt nochmal an Hephaistos denken, und wir kommen jetzt so langsam in die Nähe der gescheiterten Götter. Hephaistos war als Neugeborener, als er geboren wurde, so hässlich, dass seine Mutter ihn vor Schreck an den Beinen nahm und vom Olymp herunterwarf. Er flog bis Lemnos. Was die Mama dabei nicht bedachte, war seine Unsterblichkeit. Und da sehen Sie, wie schnell Unsterblichkeit und Lächerlichkeit auch zusammengehören können. Als Unsterblicher kehrt er dann halt zurück, lahmt, humpelt, schnauft, schwitzt und das immer zur allgemeinen Belustigung der Götter. Und sowohl in Ilias als auch in Odyssee wird das genüsslich ausgeschöpft. Und selbst wenn die Götter sich gerade bis aufs Blut befehden, dann gucken Sie mal ein bisschen zu, was der hauseigene Beeinträchtigte so tut, und lachen sich schlapp über ihn und sind wieder in diesem unauslöschlichen Gelächter, wie es dann bei Homer heißt, wieder versöhnt. Denken Sie nur an die Odyssee im achten Gesang, die Geschichte, als Hephaistos draufkommt, dass Aphrodite ihn betrügt mit Ares und baut dann deshalb diese Falle und fängt dann die beiden und erwartet dann schreckliche Urteile von den Göttern, aber die lachen sich kaputt, erstens über die Gefangenen, zweitens über den gehörnten Gatten. Ja, was schließen wir daraus? Scheiternde Götter sind lächerlich. Heroen brauchen die Sterblichkeit, um Heroen zu sein. Insofern ist es ja auch kein Wunder, dass sie sich immer wieder an der Unterwelt versuchen. Und während eben scheiternde Götter nur lächerlich sind, sind scheiternde Sterbliche, haben sie die Möglichkeit, heroisch zu sein. Sterblichkeit ist also die Voraussetzung für Heldentum. Ein unsterblicher Held ist nicht denkbar. Götter können nur klein scheitern, weil das große Scheitern für sie ja ausgeschlossen ist. Und daher sind die, also sowohl bei Homer als auch bei Hesiod, als auch vielen anderen mythischen Quellen, immer lächerlich, wenn ihnen etwas widerfährt. Helden brauchen also die Sterblichkeit, und deshalb kommen wir zum Thema, wenn Götter scheitern. Es gibt bestimmte Karrieren scheiternder Götter, die sind ja erstmal per se unsterblich, aber dennoch, trotz dieser griechischen Götter, gibt es in den religiösen Vorstellungen eigentlich aller Kulturen auch den Typus des sterbenden Gottes. Ihr Scheitern hat dann aber nichts Lächerliches. Im Gegenteil, sie sind zutiefst ernsthaft. Warum? Weil sie sterben können. Ja, sie können ordentlich scheitern. Drei Beispiele möchte ich Ihnen kurz vorstellen und möchte Ihnen kurz ein Vorgeplänkel. Die sind übrigens aufs Engste miteinander verwandt. Ich werde also, fürchte ich, Ihre religiösen Gefühle verletzen müssen. Aber das gehört auch zu meiner Dienstbeschreibung. Beliebig viele andere Beispiele sind denkbar. Es ist ein Ethnologe, der einen bestimmten Typus von Göttern zuerst beschrieben hat. Adolf Jensen hat sie den Dema-Typus genannt. Dema, das ist ein Wort aus der Sprache der Marind Anim aus Papua-Neuguinea. Das ist oberhalb von Australien, ganz weit weg. So sehen die Herrschaften dort aus. Das ist der Stamm der Marind Anim. Und die verehren in Kulten die sogenannten Dema. Was sind das? Das sind Kulturheroen. Und die tauchen auf in Gestalten von Menschen, von Tieren, auch von Pflanzen. Und in der Urzeit sind sie von Menschen, also von den Ahnen der Menschen, getötet worden, zerstückelt worden und begraben worden. Wichtig ist dabei immer, dass man betont die Freiwilligkeit ihres Opfers, einen göttlichen Auftrag, der dahinter steckt. Aus den Leichenteilen, den vergrabenen Leichenteilen, entstehen dann die typischen Kulturpflanzen. Das sind in der Regel Dollenpflanzen, Palmen und andere Nutzpflanzen, die dort in diesen Pflanzerkulturen üblich sind. Wir haben da also eine agrarische Logik von Zerstückeln, von Begraben, Wachstum und Ernte. Und in den Opferritualen und in der Pflanzertätigkeit selbst, also in der wirklichen Feldarbeit, wird diese
Geschichte reaktualisiert. In Gesängen, in Tänzen und so weiter wird immer wieder Bezug genommen auf diesen Opfertod, zum Beispiel von Heino Wehle. Das ist ein junges Mädchen, was aus einer Kokospalme, Kokosblüte erstand und dann im Tanz totgetrampelt wurde, begraben, und daraus erwuchs dann die kultivierte Kokospflanze. Das ist so die prominenteste Geschichte dahinter. Da scheint es so etwas zu geben, das wird in diesen Kulturen auch bezeichnet als die Erfindung des Todes oder die Erfindung der Unterwelt. Also eine Interaktion mit einer Art Jenseits oder Unterwelt ist ganz eng mit diesen Heroen verbunden. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, gar nicht so exotisch werden, um diesen Göttertypus auch in unserer Nähe wiederzufinden. Das sind die drei, über die ich Ihnen gerne was erzählen möchte. Osiris aus Ägypten, Dionysos aus Griechenland und Jesus Christus, der ist Ihnen ja soweit bekannt. Ich beginne mit Osiris und zitiere hier kurz einen Sargtext aus dem Mittleren Reich, der ägyptischen mittleren Zeit, also etwa 16, 1700 vor Christus. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin Osiris. Die Götter leben in mir, weil ich in dem Getreide, das sie nährt, lebe und wachse. Ich bedecke die Erde, ob ich lebe oder sterbe. Ich bin die Gerste, mich zerstört man nicht. Ich bin zum Herrn der Ordnung geworden. Und so sieht Osiris aus. Sie sehen, er hat eine ausgesprochen ungesunde Gesichtsfarbe. Das ist eine Darstellung aus dem Grab eines offensichtlich sehr erfolgreichen Künstlers aus der 19. Dynastie, also zur Zeit von Sethos dem I. und Ramses dem II. Etwa also zur gleichen Zeit wie die Endfassung des Gilgamesch-Epos entstanden. Sie sehen ihn hier also tatsächlich mumifiziert als Mumie, deshalb auch die Hautfarbe, mit königlichen Attributen. Er hat die Krone von Oberägypten auf dem Haupt und diverse Opfergaben stehen um ihn herum. Das ist also ein Gott in Mumienform, dem offensichtlich reichlich geopfert wird. Osiris ist hervorgegangen vom Erdgott und der Himmelsgöttin, also genau andersrum, als wir das aus der griechischen Mythologie kennen, wo wir eben Gaia als Erdgöttin und Uranos als Himmelsgott haben. Er hat auch Geschwister, wie bei Götters üblich, ist er mit seiner Schwester verheiratet, der berühmte Isis, Nephthys und Seth, auch Geschwister, das sind die Bösewichter, und mit Isis hat er auch einen Sohn, nämlich Horus. Sein Gegner ist eben sein Bruder Seth, der betrachtet ihn als Konkurrenten und tötet ihn deshalb aus Neid. Er scheitert also an der lieben Familie. An Ämtern ist es so, dass er vor seinem Tod ein Pharao der Urzeit war, und Sie hören hier schon Anklänge an diese Dualität auch bei Gilgamesch. Einerseits Herrscher des Totenreichs, andererseits König der Urzeit. Sein Nachfolger wird Horus und nach dem Tod eben Herrscher der Unterwelt, das ist die Karriere. Sein Verhältnis zum Tod, ursprünglich scheint er so etwas wie ein Vegetationsgott gewesen zu sein, der für die Fruchtbarkeit der Felder zuständig ist. Also die Vegetation, die Überwindung des Todes, der Garant des ewigen Lebens, das waren dann reichliche Anknüpfungspunkte auch für die Parallelen zum zweiten Gott aus dieser Kategorie, nämlich Dionysos. Diese Parallelen hat im Übrigen, das verdankt sich nicht nur dem Umstand, dass auch die Griechen eifrig Isis und Osiris verehrt haben. Also Isis und Osiris waren sehr populäre Kulte im hellenistischen Griechenland. Sogar in Köln gibt es oder gab es einen Isis-Tempel. Heute ist es St. Gerion, den Isis-Altar. Können Sie dort bis heute noch betrachten, wo Sie 2 € Eintritt zahlen. Sehr sehenswert, das war so ursprünglich tatsächlich, bevor es eine christliche Kirche wurde, schon im 3. Jahrhundert, war es ein Isis-Tempel. Und die Parallelen zum griechischen Pantheon sind ja offensichtlich. Plutarch, der griechische Alleswisser, hat uns auch darüber eine wunderbare Schrift hinterlassen. Von Isis und Osiris heißt sie, die Schrift. Und dort steht ganz beiläufig drin, wie wir ja alle wissen, ist Osiris der ägyptische Name für Dionysos. Also als sei das das Selbstverständlichste der Welt. Da war ich schon erstmal bedient, als ich das gelesen habe. So, wenn man das mal kurz grafisch zusammenfasst, wir haben ein Leben vor dem Tod als Urpharao. Wir haben die Todesphase, eine ziemlich drastische Todesphase.
Seine Leiche wird in den Nil geworfen, strandet im Libanon. Seltsame Geschichten, die wir auch noch aus den griechischen Mythen kennen. Oder aber die Leiche wird zerstückelt und wird von Isis, von der Gattin, wieder zusammengesetzt. Fast vollständig. Ein kleines Teilchen, das bei Dionysos auch noch relevant wird, spielt auch eine Rolle. Und das Leben nach dem Tod eben als Herrscher der Unterwelt. So könnte man es kurz strukturieren. Interessant ist auch, dass im Alten Reich, also im dritten vorchristlichen Jahrtausend, es als beliebte Grabbeigabe sogenannte Osiris-Särkchen gab. Das sind solche Geräte hier. Das sind kleine Tonformen mit einer mehr oder weniger geschickten Form des Osiris. Dort tat man fruchtbare Erde hinein und säte Getreide und freute sich dann, wenn der Totengott offensichtlich wieder keimte. Aus Griechenland ist das bekannt als Adonis-Gärtchen. Also auch mit dem nahöstlich geopferten Gott Adonis hat man offensichtlich Ähnliches getrieben. Springen wir hinüber zu Dionysos. Hier ein Zitat von Euripides aus dem Backchen. O glücklich ein jeder, der seligen Herzens kundig der göttlichen Weihen sein Leben in Reinheit verbringt, dem Festschwarm sich anschließt, freudigen Herzens mit Efeu bekränzt, Dionysos Ehren erweist. Von Milch fließt der Boden, er fließt von Wein, er fließt von Nektar der Bienen. Sie kennen vermutlich diese berühmte Schale aus der Antikensammlung in München, wo Sie Dionysos triumphierend sehen. Er hat hier Piraten, die ihn nicht erkannt haben, verwandelt in Delfine und aus dem Mast des Schiffes wachsen Weinreben. Seine Eltern, das ist ein bisschen komplex. Es gibt verschiedene Varianten. Vater ist auf jeden Fall Zeus. Er hat eine sterbliche Mutter Semele, die Prinzessin aus Theben, und einen weltlichen Vater, der eine etwas undankbare Rolle hat, oder aber Zeus und Persephone, also gleich die Unterweltsgöttin, um die es hier geht. Die Geburt ist drastisch, er wird zweimal geboren, deshalb auch Dionysos, das heißt der zweifach Geborene, und zwar zweimal jungfräulich interessanterweise, einmal aus der Asche seiner Mutter, ja, also die Dame hat unvorsichtigerweise darum gebeten, den Papa mal in Originalgestalt zu sehen, und das ist der Blitz, sodass von ihr eben nur ein Häufchen Asche übrig blieb. Aber Zeus hat sich dann selbst als Leihmutter zur Verfügung gestellt und sich ihn in den Schenkel eingepflanzt und wurde dann im Schenkel von Zeus ausgetragen und von dort noch einmal geboren. Und in einigen Orten, wobei man den Schenkel als Euphemismus nehmen kann, den Rest überlasse ich ihrer Fantasie. Ein drittes Mal, das ist allerdings ein geheimer orphischer Bericht, sei er von Persephone geboren worden, das ist allerdings eine sehr dunkle Nachricht, da wissen wir nichts weiter drüber. Jungfrauengeburt heißt in diesem Fall Umgehung des Geburtskanals. Seine Gegner ist natürlich Hera, die eifersüchtige Gattin des Zeus, und die Thebaner, die ihn nicht als Gott anerkennen wollen, und daher wird er gefangen genommen und verfolgt. Sein Verhältnis zum Tod: er garantiert gewissermaßen das vegetative Weiterleben der Welt durch seinen eigenen Tod und durch seine Wiedergeburt, ganz, ganz ähnlich wie auch bei Osiris. Man spricht dann auch, also nicht man, sondern Karl Kerenyi in seinem großen Dionysos-Buch vor allen Dingen spricht dann auch von Zoe. Das ist so die grundlegende vegetative Urkraft. Zoologie haben wir dort hier. Und Bios als Gegensatz davon, das ist das individuelle Leben. Das individuelle Leben ist endlich. Die Zoe, diese vegetative Urkraft der Welt, ist unerschöpflich und pflanzt sich fort. Und das Leben und Sterben und Leben des Dionysos steht eben genau dafür. Wie wird er integriert? Er wird zuletzt als Gott anerkannt und sein Kult etabliert und wird Teil des Pantheons, darf er auch mal am Olymp vorbeischauen. Nochmal strukturiert, zunächst wird er nach der Geburt in einer Höhle verborgen und von Ammen gepflegt. Dann wird er von Titanen in 7 Teile zerteilt, gekocht, gebraten, Hörner und ein Körperteil, wieder ein geheimnisvolles Körperteil bleibt übrig.
das wird in Delphi bestattet. Dort gibt es ein kleines Wortspiel mit Gradia und Grade, wobei Gradia so viel wie Herz heißt. Also offiziell ist die Verlautbarung Herz. Grade heißt Feigenholz. Und Feigenholz war das Material, aus dem man im antiken Griechenland bestimmte Spielzeuge herstellte. Sexspielzeuge. Ja, daher können Sie sich vorstellen, wo hier wiederum der Zusammenhang ist. Das ist also in Delphi bestattet. Und aus der Asche des Dionysos wächst der Weinstock, der Spross. Das Wort dafür ist Bacchios. Und in der Getreideschwinge wird es in Kulten und in Prozessionen durch die Stadt getragen. Das heißt also, die Getreideschwinge werden wieder das Getreide und den Wein, das Blut wieder zusammen. Und so ergibt sich eine starke Bildwelt, die ganz ähnlich der ist des Osiris. Wir haben also einen Gott der Vegetation, dieser unbändige, vitale Vegetationstrieb. Das ist so der Kern des Dionysos, da geht es also nicht nur ums Saufen. Das Pulsen der Säfte und Kräfte in den Trieben und Ranken, die da wieder im gärenden Wein auch sichtbar werden. Und Sie müssen sich vorstellen, das war natürlich bei den Griechen nochmal anders. Die haben den Wein ja in Schläuchen, also in Tierfällen gehabt. Und das sieht natürlich sehr seltsam aus, wenn so ein Tierleib sich anfängt wieder zu bewegen durch die Kraft des gärenden Weines. Das gehört auch in den Dionysos-Kult mit hinein. Analog dazu eben auch im Phallus und im rasenden Herzen und daher dieses Wortspiel Feigenholz und Herz und so weiter. Ja, es gibt da noch eine Spezialität, nämlich diese Dualität, die Identität von dem Gott, der ein bestimmtes Opfer empfängt, und dem Opfer selbst. Das heißt, wer da zerstückelt wird, das Verzehren des Baby Dionysos, das Stampfen der Trauben, das ist wieder dieses Opfern des Gottes, bis das Blut fließt. Und das jährliche Zurückschneiden der Reben erinnert an die Zerstückelung des Dionysos-Kindes und sorgt dann doch immer wieder für die Wiederkunft. Wer schon einmal in einem Weinberg gearbeitet hat, der kann sich das ungefähr vorstellen, wo die Bildwelt herkommt. So, kommen wir zum dritten Gott. Und das ist eine kleine Compilation von Zitaten des Evangelisten Johannes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist dieses starke Jesuswort und diese starke Jesus-Metaphorik, die zutiefst dionysisch geprägt ist, wie es wirklich nur sehr offensichtlich ist. Man hat allerdings im Neuen Testament, was ihnen auf Griechisch verfasst ist, den Weinstock nicht Bacchios genannt, sondern hat ein abgelegenes Ersatzwort, Ampelos, dafür gefunden. Ich habe nochmal nachgeschaut gestern, ja, das hat man also wirklich streng vermieden, dort Bacchios irgendwo zu sagen, damit dieses Wort im Neuen Testament nicht auftaucht. Hier ein sehr schönes Bild von einem mexikanischen Maler, die Allegorie der heiligen Eucharistie aus dem späten 17. Jahrhundert. Und das ist doch wunderschön, oder? Sie sehen, dort wächst aus der Wunde, aus der Seitenwunde, der Weinstock heraus und Christus selbst presst daraus das Blut seines Opfers, aus dem die heilige Eucharistie gefeiert wird. Die Eltern sind Ihnen ja bekannt. Auch hier, genau wie bei Dionysos, gibt es einen göttlichen Vater und einen weltlichen Vater und eine sterbliche Mutter. Die Geburt, geboren von einer immerwährenden Jungfrau im Stall auf Reisen, soweit auch bekannt, also auch im Versteck, genau wie bei Dionysos auch. Die Kindheit auf der Flucht, das kennen Sie alles, nicht? Die Ermordung der Kinder, genauso wie das Dionysos-Kind ja zerstückelt worden ist. Die Gegner zeichnen sich vor allen Dingen durch die Nichtanerkennung seines Königtums aus, daher die Gefangennahme, Folter, Hinrichtung am Kreuz, das ergibt sich eben alles durch die Nichtanerkennung seines Königs und Messiastums. Und
auch dort offensichtlich die Parallelen zum nicht anerkannten Dionysos. Das Verhältnis zum Tod. Der Tod wird genau wie bei unserem Heron überwunden durch den Opfertod und die Auferstehung. Einmal gestorben, für immer am Leben. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Die Theologie des leeren Grabes, wie wir das schon in der Paulus-Formulierung von Tod, wo ist dein Stachel, gehört haben. Wie wird er integriert? Kennen Sie, Missionsbefehl an die Jünger, Himmelfahrt und zuletzt die Ausgießung des Heiligen Geistes und Integration als eine der drei Aspekte der Gottheit in der Dreifaltigkeit. Grafisch kurz zusammengefasst, ne, der größte Teil ein unbekannter Gott, je nach Evangelist gibt er sich auch verdammt viel Mühe, das Geheimnis, das sogenannte Messias-Geheimnis zu bewahren. Also fast alles, was Jesus im Markus-Evangelium sagt, außer der Bergpredigt, dreht sich nur darum, dass keiner verraten darf, dass er der Messias ist. Ja, also da sehen Sie eben diese Geheimniskrämerei. Die Passion, Geißelung, Kreuzweg, Kreuzigung, Tod, Kreuz, Bestattung ist Ihnen allen hinlänglich bekannt, auch die Auferstehung. Als Veränderter, wo er gar nicht wiedererkannt wird, übrigens eine sehr heitere Szene, in allen vier Evangelien, die Frauen, die als Erste ans Grab kommen, begegnen dem Auferstandenen und erkennen ihn nicht. So heißt es bei Markus, so heißt es bei Lukas, so heißt es bei Matthäus. Bei Johannes, der muss immer noch einen draufsetzen, der sagt, sie erkannten ihn nicht, sie dachten, es wäre der Gärtner. Wenn wir schon dabei sind in dieser grafischen Aufstellung, schauen wir doch auch direkt mal, wie das mit Gilgamesch ausschauen würde. Wir haben also einen übermütigen jungen König, gleichwertiger Gefährte, wagemutige Abenteuer, die Todesphase, das sind eben die Todesahnungen, die vergeblichen Abwehrmaßnahmen, o Herr, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, das Motiv ist auch von Jesus bekannt, die heftige Trauer und schließlich dann nach der Reise bis ans Ende der Welt die gereifte Rückkehr nach Uruk. Was lernen wir daraus? Auch Götter können sterben und in ihrem grausamen und großen Scheitern und großes Scheitern, würde ich auch groß schreiben hier, entfalten sie erst so richtig ihre ganze Macht. Das wahre Leben in seiner unauslöschlichen Kraft bedarf des Sterbens dieser Götter. Der Gott muss scheitern, um überhaupt Erlösungskraft zu haben. Ja, ihr Tod regeneriert gewissermaßen diese vegetative Dynamis, wie Karl Kereny das nennt, diese vegetative Urkraft der Welt. Und der Tod initiiert sie eben über Herren, als Herren über Leben und Tod. Das gilt für Osiris, das gilt für Dionysos aus Zagreus, wo er eben diese Unterweltscharaktere hat, und das gilt natürlich auch für Christus. Und ihre Macht generiert sich eben gerade aus diesem großen Scheitern. Und zuletzt setzen sie natürlich noch Mysterien ein. Das ist für Christus der Heilige Geist und das Abendmahl. Also erst das Abendmahl, später dann der Heilige Geist. Und der Missionsbefehl. So, bei der Gründung von Mysterien ist das so eine Sache. Sie sollen das Leben nach dem Tod für die garantieren, die in die Geheimnisse der Mysterien eingeweiht sind. Und wenn Sie in den Katechismus der katholischen Kirche schauen, da steht auch ganz viel drin vom Mysterium des Glaubens und Geheimnis des Glaubens. Interessant ist jetzt übrigens, dass die spätantike Christologie, die haben sich ja sehr geniert, das Kreuz zu zeigen. So die ersten 3-4 Jahrhunderte fand man das Kreuz wirklich nicht schön und hat Christus auch nicht mit dem Kreuz und dem Kreuzestod in Verbindung gebracht. Deshalb sucht man sich andere Bilder und die beziehen sich ikonisch viel stärker auf genau die heroischen Jungs, die ich Ihnen heute Abend schon vorgestellt habe. Auf Orpheus, auf Theseus, auf Odysseus. Und deshalb ist auch ganz lustig, dass Nietzsche nach seinem geistigen Zusammenbruch dann seine Postkarten und Pamphlete immer wieder unterzeichnet, abwechselnd mit Dionysos oder der Gekreuzigte. Das ist eine Orpheus-Christus-Darstellung aus den Marcellinus-Petrus-Katakomben in Rom, also da, wo der Apostel Petrus tatsächlich auch liegt. Hier sehen Sie Christus in Orpheus-Symbolik dargestellt und das jetzt nicht nur hier in der bildenden Kunst, sondern schon seit Clemens von Alexandrien, der übrigens der lesenswerteste aller Kirchenväter ist wegen seiner ungeheuerlichen Indiskretionen über die ganzen antiken Mysterienkulte.
Dort lesen sie Dinge, dass sie erröten werden. Orpheus ist bei ihm als Präfiguration Christi gedeutet, also schon ganz früh, so im 2., 3. Jahrhundert. Eusebius von Caesarea, selbst Augustinus spricht also von Christus als Poeta Theologus, ja, also als theologischer Poet, also als Poet Gottes, als Orpheus Gottes. Oder schauen wir uns mal Theseus an. Hier eine Darstellung von Christus im Labyrinth. Die christliche Deutung von Theseus als Präfiguration Christi, die ist auch relativ weit verbreitet. Ja, der Teufel wird in der Unterwelt besiegt, da steht ja ein Glaubensbekenntnis drin, am dritten hinabgestiegen, am dritten Tag auferstanden und so weiter. Also den Minotaurus im Labyrinth besiegt. Und deshalb dürfte es Sie auch nicht wundern, dass hier, das ist das berühmte Labyrinth in der Kathedrale von Chartres, bis ins 17. Jahrhundert thronte in der Mitte der Darstellung ein Theseus-Bild. Theseus als der christologische Präfigurator, der also dieses Abbild von Christus gemacht hat. Das wird vermutlich Ariadne sein. So, was lernen wir daraus? Dieses tragische Scheitern ist etwas, was man wörtlich nehmen darf. Tragisch im wörtlichen Sinne. Das hat etwas mit Tragödie zu tun. Und tatsächlich ist Dionysos ja auch nicht nur Gott der Initiation, sondern auch in den Tod, sondern auch Gott des Theaters. Und da kommen wir an die tröstliche Schönheit des Scheiterns, die der Titel hier angekündigt hat. Die attische Tragödie, die hat ja ihren Ursprung aus den Dionysien tatsächlich genommen, also die großen Dionysien, das war ein fünftägiges Fest, was am ersten Tag aus Prozessionen und Opfern zugunsten von Dionysos bestand. Am zweiten Tag wurden dann 3 bis 5 Komödien aufgeführt in einem Wettbewerb. Und an den Tagen 3 bis 5 gab es dann einen Tragödienwettbewerb und eine Jury bestimmte dann den Sieger. Die Griechen haben also nicht nur Demokratie und Philosophie erfunden, nein, auch die Castingshow. So, wir haben es also mit einem Theaterwettbewerb zu tun. Die Ursprünge, Tragödie heißt Boxgesang, also der Gesang von Böcken. Und das hat damit zu tun, dass die Anhänger des Dionysos in Boxkostümen tatsächlich auftraten. So 535 in etwa wurde die Tragödie eingeführt von Pasistratos, dem Diktator, Tyrannen. Ursprünge sind im ländlichen Kultus Dionysos. Die Vorform, das sind sogenannte dithyrambische Chorgesänge. Es gab einen Chorführer und den Chor und die haben sich abwechselnd etwas zugesungen, woraus sich dann allmählich Schauspieler herausgeschält haben, bis dann zu den 4 oder 5 Schauspielern, die wir dann in der klassischen Tragödie kennen. Üblicherweise wurden mythische Stoffe neu gedeutet, bestimmte Motive mit eingebracht, gelegentlich auch historische Ereignisse aufbereitet, die Perserkriege zum Beispiel. Dionysos selbst taucht als Figur im Theater gar nicht auf, bis ganz zuletzt im letzten Stück des Euripides in den Bacchen. Dort ist er dann plötzlich selbst Protagonist. Aber ansonsten ist von Dionysos nichts zu sehen. Das ist übrigens auch das Dionysos-Theater in Athen. Skene, das ist dieses Bühnengebäude, an dem dann auch Kulissen herabgelassen werden können. Das Proskenion ist das, was wir heute Bühne nennen würden. Die Orchestra, das war ein Tanzplatz, wo dann der Chor einzog und tanzte und sang und so weiter. Und der war da tatsächlich im Zentrum, ja, und dann eben die Zuschauerränge, wo ja auch heute noch entsprechende Aufführungen stattfinden. Ich möchte aus den zahlreichen Tragödien des Scheiterns einen herausziehen, nämlich den König Ödipus, weil man an dem wiederum sehr viel deutlich machen kann. Sie sehen ihn hier bei seiner Lieblingsbeschäftigung beim Rätsellösen. Er löst hier das Rätsel der Sphinx. Und das Stück ist etwa 429 bis 425 vor Christus entstanden. Ödipus, König von Theben, hat ein Problem. Im Land, in der Stadt herrscht die Pest. Er weiß nicht warum und befragt dann diverse Zeugen, was die Ursache ist. Und das Orakel von Delphi lässt signalisieren, der Ex-König Laios ist ermordet worden, die Schuld ist noch nicht gesühnt und das ist das Problem. Also macht Ödipus sich ganz detektivisch auf die Suche nach Zeugenbefragungen, um herauszufinden, was damals passiert ist.
erscheint in allem das Gegenteil eines Scheiternden zu sein. Aufgrund einer Warnung des Orakels ist er ja von zu Hause aus Korinth abgehauen. Das Orakel hat ihm nämlich gesagt, du wirst deinen Vater töten und mit deiner Mutter Kinder zeugen. Das hat ihn dann erstmal schockiert und er ist von zu Hause ausgezogen. So, hat ja erstmal soweit geklappt. Er hat die Stadt Theben von der Sphinx befreit, indem er das Rätsel der Sphinx gelöst hat. Er ist König geworden, hat die Königin geheiratet, 4 Kinder mit ihr. Ja, und dann kommt diese Pest in die Stadt nach so viel Erfolg. Der Grund ist eben dieser ungesunde Mord. Und er fängt dann an aufzuklären, aber jeder Aufklärungserfolg erweist sich auf den zweiten Blick als ein Schritt näher an sein ganz, ganz großes Scheitern. Alle Indizien, die er aufdeckt, deuten plötzlich auf ihn. Jeder aufklärerische Erfolg enthüllt seine Schuld, von der er gar nichts weiß. Ja, zunächst nicht. Jede Entlastung kehrt sich stracks gegen ihn. Selbst gute Nachrichten. Es kommen von diversen Boten, ich habe jetzt 4 gute Nachrichten gezählt. Man denkt immer, ach, da hat er jetzt aber nochmal Glück gehabt, ja, Entlastung. Aber dann kriegt man eine kleine Zusatzinformation und sieht, oh, diese gute Nachricht ist in Wirklichkeit eine sehr schlechte Nachricht für den armen Ödipus. Es stellt sich heraus, es war so, auf der Flucht vor der Erfüllung des Orakels trifft er auf seinen wirklichen leiblichen Vater. Also gerade durch die Flucht, durch die Vermeidungsstrategie, tötet er seinen Vater, zeugt Kinder mit seiner Mutter. Alle Erfolge erweisen sich einfach als Kettenreaktion des Scheiterns. Ja, das ist wie so eine sich auftürmende Riesenwelle des Scheiterns und die bricht über ihn zusammen im Moment der Erkenntnis. Ja, das heißt, wir haben einerseits einen ganz großen intellektuellen Erfolg und ein ganz großes Scheitern im gleichen Augenblick. Und deshalb ist dann auch sein großer Satz, das Ganze wäre klar heraus, heißt es dann im Vers 1182. Ödipus scheitert also aber woran? Am Erfolg seines eigenen Intellekts. Er ist Opfer seiner eigenen Rätsellösekompetenz, könnte man sagen. Ja, er ist in einem solchen Übermaß einsichtig, dass er sich konsequenterweise durch so viel Sehen das Augenlicht nehmen muss. Er sticht sich dann mit Schmuckstücken seiner Gattin die Augen aus, seiner sich erhängenden Gattin. Also, ist jetzt auch nicht so, Schatz, gib mal deinen Ring, sondern schon drastischer. Sophokles bringt diese Tragödie noch zu einem versöhnlichen Ende im Ödipus auf Kolonos, das ist aber mindestens 2 Jahrzehnte später. Verfolgt von den rivalisierenden Intriganten seiner Heimatstadt, das sind Kreon, sein Schwager, Polyneikes und Theokles, seine Söhne, gelangt Ödipus, übrigens begleitet von Antigone, gelangt er zu einem Athener Vorort nach Kolonos. Dort ist übrigens der Chef, ein alter Bekannter von uns, nämlich Theseus. Ja, der herrscht dort und gewährt ihm politisches Asyl. Es gibt dann wirklich spektakuläre Reinigungsrituale und unter zahlreichen Special Effects entzieht sich Ödipus allen politischen Intrigen und geht beschützt von Theseus, der also wirklich die schützende Hand über ihm hält, in den Hades ein und zwar zum Wohl und Segen allein von Athen und nicht der bösen Verwandtschaft. Ja, das ist also das versöhnliche Ende dieses Ödipus. Jetzt könnte man, wenn man sich das so genauer anschaut, bei dieser sophokleischen Bearbeitung des Ödipus könnte man sich fragen, welche Rolle spielt eigentlich das Orakel von Delphi dabei? Seine punktgenau eingesetzten Prophezeiungen sind eigentlich Motor der ganzen tragischen Handlung. Immer wenn man nicht mehr weiter weiß, kommt irgendeine Prophezeiung. Also es sind mindestens 4 oder 5. Sie verstricken ganz aktiv, also diese Orakelsprüche verstricken den Ödipus ganz aktiv und immer tiefer in sein Unglück hinein. Modern würde man eigentlich mehr das Orakel als kausale Ursache seines Scheiterns sehen, als irgendeine Verfehlung des Ödipus. Und der hat nie einen Vorsatz gehabt, ja, und trotzdem frevelt er. Aristoteles nennt das dann in der Poetik Hamartia, diesen Frevel. Sein Grund
warum er frevelt. Es hat ihn ja keiner dazu gezwungen, den Fremden, dem er zufällig begegnet ist, zu erschlagen. Ja, hat er ja nicht gemusst. Da sehen Sie seinen Frevel. Und indem er sich Kraft seines Verstandes selbst überführt, ist er auch an sich selbst gescheitert. Ja? Also das, er traut sich eben sehr viel zu und scheitert dann nicht an Mangel an Fähigkeiten, sondern ironischerweise an Übermaß an Fähigkeiten. So, dennoch muss uns gegenwärtigen das Orakel als treibende Kraft irgendwie suspekt erscheinen. Ja, wer würde daran nicht scheitern? Da muss man ja dran scheitern. Aber würde jeder so schön, weil eben so gründlich und so vollständig scheitern wie Ödipus? Wohl nicht, ne? Also so richtig scheitern, das kann nur ein Heros wie er. Sein großes Scheitern geht seinem Tod übrigens voraus. Das ist ja gar kein Scheitern mehr, sein Sterben. Das gleicht vielmehr dem Einsetzen eines Mysterienkults. Also sein Tod scheint dann sozusagen die Krönung des Lebenswerks zu sein. Aber was ist jetzt eigentlich die dionysische Dimension der Tragödie? Es ist das Straucheln und das Stolpern und das direkt vorausgeschickt. Dionysos ist ein Gott, der Stolpern macht. Er zeigt sich nirgends direkt, aber so in der Tragödienpraxis gibt es bestimmte Tanzbewegungen, sodass der Zuschauer sofort auf der Bühne erkennt, aha, hier sehen wir den Gott hinter der Maske als Protagonist. Als junger Gott, der nach Theben kommt, um seine Anerkennung zu bestreiten, da bestraft er zum Beispiel den widerständigen König Pentheus ganz brutal. Und immer wieder stolpern machend, ja, der bricht in einer sogar, also es geht sogar so weit, dass Operninszenierungen unplanmäßig Stolpern hervorrufen, wenn es um Dionysos geht. Die große Bacchen-Oper von Hans-Werner Henze in Köln habe ich die mal in einer Inszenierung gesehen. Da hat Pentheus sich dann eben als Drag Queen verkleidet, um zu den Frauen hinaus aufs Feld zu gehen, genauso wie es im Text steht, und hatte High Heels an. Und natürlich brach ein Absatz ab. Und alle dachten, was für eine geniale Regieidee. Aber das war ein Unfall. Ja, denken Sie an der Stelle nochmal an unseren gestrauchelten Pinguin. Das war vielleicht auch ein dionysisches Eingreifen. Das Straucheln ist ja das Scheitern des Gehens oder Springens oder Tanzens. Ja, und lauter Menschliches, das sind ja lauter menschliche Dinge, das Aufrechtgehen. Und Dionysos lässt uns daran immer wieder scheitern. Das greift Dionysos übrigens störend ein. Sobald wir allzu edel und menschlich sind, stolpern wir irgendwo. Marcel Detienne nennt das in seinem schönen kleinen Dionysos-Büchlein. Da hat er ein ganzes Kapitel über Dionysos und Stolpern im Kult. So, Sochel strauchelt eben auch Ödipus. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn schon sein Name sollte uns Denken machen, das heißt wörtlich übersetzt Schwellfuß. Ödem kennen Sie, das heißt Schwellung, Fuß, muss man sich nicht viel dazu denken. Er ist ein Schwellfuß und warum? Weil seine Eltern, als sie ihn als Säugling entsorgt haben, ihm hier oberhalb der Fersen durchstochen haben, damit sie ihn wie ein gejagtes Wild in die Wildnis bringen können. Er hat also schon was durchgemacht. Ja, und der Chorführer warnt Ödipus vor dem Straucheln. Er sagt, wer schnell denkt, der strauchelt leicht. Es durchzieht sich also überall dieses Motiv des Strauchels. Und in den Backchen zum Beispiel halten die beiden Alten, also Teresias und Kadmos, die sind da uralt und halten sich beide an der Hand, damit sie noch irgendwie tanzen können, ohne zu stolpern und hinzufallen. Wer strauchelt, der fällt, und Dionysos macht Straucheln, er ist eben der Gott des Strauchelns und damit auch der Gott des Scheiterns in diesen Kleinigkeiten. Und niemand hat diese dionysische Dimension der Tragödie und des Scheiterns so klar gesehen wie Friedrich Nietzsche. Ich weiß, ich überziehe, darf ich noch ein bisschen? Ja, ja. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir die Leute nicht zu sehr überfordern. Ja. Das ist unglaublich viel Information. Ich beeile mich. Das letzte Kapitel heißt Scheitern und Schönheit und es geht um Nietzsches ästhetische Kosmologie. Ja, da ist er. Und er sagt über Ödipus, der Vatermörder und der im Inzest lebende Ödipus ist zugleich der Rätsellöser des Winks der Natur. Solange man in der Regel der Natur lebt, beherrscht sie uns und verbirgt ihr Geheimnis. Der Pessimist stürzt in den Abgrund, indem er ihre Rätsel errät. Ödipus, Symbol der Wissenschaft. Und dort haben wir wieder zusammen die Wissenschaft und das Scheitern. Ödipus ist Wissenschaftler.
Aber